Hallo, in diesem Video binde ich mit euch eine Spektra-Caddis. Und als Haken verwende ich hier den Tunker TE100 in Größe 12. Und als Faden verwende ich UT70 in der Farbe Tan. Dann lege ich erstmal den Faden an und mache mir eine Grundwicklung. Und dabei gehe ich schön in den Hakenbogen hinein. Und dann brauche ich als nächstes das Kameldubbing in der Farbe Yellow Ochre. Und da brauche ich wirklich nur sehr, 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 sehr wenig von. Also braucht wirklich nicht mehr als das hier. Oder vielleicht noch ein ganz paar Flusen mehr, aber das ist wirklich ganz, ganz wenig. Und jetzt wird das Dubbing ganz leicht angesponnen. So. Und dann lege ich hier einmal eine lose Wicklung, noch mit dem lose angesponnenen Dubbing. Und jetzt ist das so ein bisschen vom Haken eingefangen und jetzt kann ich es etwas fester anspinnen. Und dann forme ich mir mit dem Dubbing einen konischen Körper. Das hatte ich ganz wenig, zu wenig. Dann kann man immer etwas dazu nehmen. Das ist einfacher als Dubbing wieder rauszunehmen aus dem Faden oder von dem Faden wieder wegzunehmen, wenn man es angesponnen hat. Lieber etwas weniger nehmen und dafür zweimal Dubbing anspinnen. So, hier ist ganz wichtig hinter dem Hakenöhr, dass ihr so 5 mm ungefähr freilasst. Das nächste, was ich brauche, ist Feinspektra-Dubbing in der Farbe Pale Olive. Da brauche ich auch nur ein ganz paar Fäden von. Das hier reicht schon. Dies greife ich einfach in der Mitte, lege es oben auf den Haken, überfange es dreimal und dann klappe ich das nach vorne stehende Dubbing oben nach hinten und bekomme so einen kleinen Flügelunterbau. Und damit das Ganze nicht zu lang wird, schneide ich mir die ganz langen Fasern etwas kürzer und die so ein bisschen wild wegstehen. So. Jetzt brauchen wir etwas Reha. Und das sollte nach Möglichkeit ein feines Reha sein, das auch schön gerade Härchen hat. Also kein so ganz krummes und auch nicht so ein dick haariges Reha nehmen. Und da schneide ich mir ein kleines Bündel heraus. Nehmt nicht zu viel, das hier ist jetzt schon klar zu viel auf jeden Fall. Dann nehme ich mir etwas heraus und ziehe es mir hier noch unten weg. So. Und was man ja oft sieht bei solchen Reha-Fliegen, bei so Caddis-Fliegen, dass die Haare mit einem Haaraufstoßer aufgestoßen werden, das möchte ich jetzt hier eigentlich nicht. Ich schaue, dass nicht so ganz wild lange Haare dazwischen sind. Die ziehe ich mir dann einfach raus. Und auch die ganz kurzen Haare kann ich mir etwas rausziehen, indem ich die Spitzen halte und dann unten etwas ziehe. So. Aber das ist das Flügelchen, das ich gerne haben möchte. Das lege ich mir jetzt einfach oben drauf. Länge ist so ab, so lang wie es sein soll, etwas länger als die Spektra-Dubbing-Fasern. Greife dann das Bündel mit links. Und jetzt nehme ich den Faden und mache mir hier zwei, drei lose Wicklungen über das Reha, ohne wirklich dran zu ziehen. Und halte mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand das Bündel Reha sehr ordentlich fest. Und jetzt kann ich an dem Faden ziehen. Und jetzt fixiere ich das Bündel Reha auf dem Haken, mache dann noch zwei, drei feste Wicklungen und ziehe noch etwas und jetzt sitzt das Bündel wirklich stramm oben auf dem Haken drauf. Dann nehme ich mir die nach vorne stehenden Haare, führe sie nach hinten, komme dann mit dem Faden vor das Bündel. So. Und jetzt habe ich Platz für den Kopfknoten. Und schließe damit die Fliege ab.
Hier kann man auch so ein Half-Hitch-Tool nehmen, wenn ihr keinen Platz habt für den Kopfknoten mit dem Whip-Finisher. Das ist hier wirklich kein Problem. Dann wird der Faden abgeschnitten. Und jetzt separiere ich mir noch so ein bisschen die Haare, die ich nachher umgeklappt habe, also die geraden Enden hier, von der eigentlichen Schwinge und schneide mir diese mit einem Schnitt mit einer scharfen Schere ab. So, und wichtig ist dabei, dass ihr an das Öhr noch rankommt, wenn ihr euch die Fliege anknoten wollt. Deswegen auch diese 5 mm Platz, die ihr unbedingt lassen solltet, damit wirklich genug Platz da ist, um dieses Köpfchen zu binden und dass es vermeidet, dass das Rehhaar über das Öhr übersteht und ihr dann gar keinen Vorfach mehr vernünftig anknoten könnt. So, und jetzt kommt noch unten ein Tropfen Lack drauf, hier auf die Bindestelle, und dann ist das Rehhaar auch wirklich gut fixiert und sitzt bombensicher auf dem Haken. Was mir an dieser Fliege besonders gefällt, ist einfach dieser schlanke, nach unten laufende Körper. Das heißt, diese Fliege, die sitzt recht tief im Wasser. Die sitzt nicht einfach nur oben drauf. Ich würde auch, wenn ich diese Fliege fischen möchte, nie diesen Hinterleib fetten, sondern immer nur den Flügel, um den schön schwimmfähig zu halten. Und dieser Körper, der soll schön in den Oberflächenfilm einsinken und so eine entweder gerade auskriechende Köcherfliege darzustellen oder eine Köcherfliege, die sich aufs Wasser setzt, um Eier zu legen. Und diese paar irisierenden Dubbingfasern, die da drin sind, die imitieren halt so ein bisschen Leben in dem Insekt und oder halt irgendwie beim Auskriechen noch irgendwelche Luft, die in irgendwelchen Chitinhüllen gefangen ist. Und das ist nochmal ein besonderer Schlüsselreiz für die Fische, um dann diese Imitation wirklich auch zu nehmen. So, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbinden. Wenn es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen hoch und macht's gut, euer Mario.